One of the key points in terms of machine efficiency is fuel economy. By design, energy recovery and engine modifications, companies are constantly improving on this matter. Also, New Holland is showing significant evolutions in its product range. A prime example is the E215C, for which New Holland claims only 9 to 11 liters of fuel consumption per hour. Bauforum 24 TV took a closer look to this excavator. Wir haben wirklich festgestellt, dass wir mit diesen Geräten besonders niedrige Verbrauchswerte erreichen, zum Beispiel der E215C, den wir hier exemplarisch vorstellen, kommt im normalen Ladebetrieb mit 9 Litern Diesel in der Stunde aus. Und selbst wenn die Grabarbeiten anspruchsvoller werden, geht der Verbrauch selten über 11 Liter in der Stunde hinaus. Neben dem niedrigen Kraftstoffverbrauch sparen die New Holland Raupenbagger Betriebskosten auch noch an vielen anderen Stellen. Zum Beispiel durch die langen Ölwechselintervalle, durch die verstärkte Heavy-Duty-Ausrüstung mit langzeitgeschmierten Lagerbuchsen und zum Beispiel auch durch den stark verstärkten Unterwagen, der auch die Haltbarkeit des Gerätes erheblich erhöht. Ein wichtiger Faktor beim Kraftstoffverbrauch, das haben wir in den letzten Jahren auch erkannt, ist auch der Fahrer der Maschine. Wir haben deshalb auf den Raupenbaggern der C-Serie einen zusätzlichen Arbeitsmodi, den sogenannten Eco-Mode, verbaut. Und wir versuchen auch, dem Fahrer durch eine Momentanverbrauchs- und Verbrauchshistoriengrafik zu visualisieren, wie kraftstoffsparsam er arbeitet und wie er seine Maschine so einstellen kann, dass noch weniger Kraftstoff verbraucht wird.